eben dann auch im Land Währung erstmal verstehen und ja, auch aufpassen, dass man nicht abgezockt wird. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, okay, es ist ein Riesenvorteil, wenn man ein Land bereist, das in der EU ist. Und als dann 1995 die Grenzkontrollen zwischen gewissen Ländern der EU gefallen sind, da weiß ich noch, dass das insofern das Gefühl verstärkt hat, dass die Niederlande und die Region, in der ich aufgewachsen bin, in Deutschland eh sehr nachbarschaftlich miteinander umgegangen sind und dass die Grenzkontrollen da eigentlich gar nicht gepasst haben. Ich mach mal einen roten. Mhm. Naja, vielleicht auch nicht. Guck ich nicht an. Voller Möglichkeiten. Also Europa ist für mich deswegen voller Möglichkeiten, weil es die Möglichkeit des relativ zwanglosen Grenzübertritts gibt. Wir können ganz easy in anderen Städten ins Museum gehen, einkaufen gehen, was auch immer. Ja, genau, richtig. Und auch gerade für Studenten ist es super, super gut, weil du kannst locker mal in ein anderes Land für ein Jahr und da mal studieren, auch die Kultur kennenlernen. Und auch gerade so diese kulturelle Vielfalt, es wird ja oft gesagt, so dass der Nationalstaat immer so ein bisschen zurückgeht und dadurch auch die Kultur ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird. Aber das finde ich gar nicht eigentlich, weil dadurch, dass man eben so frei reisen kann, entsteht ja auch diese kulturelle Vielfalt und man kann voneinander lernen. Und ja, das ist einfach nur ein Riesenvorteil und eigentlich gar kein Nachteil, finde ich. Nehme ich mal einbauen. Belastet. Belastet. Da fällt mir als erstes das Wort Umweltbelastung ein und da finde ich, hat Europa ganz große Chancen, da einer der Vorreiter zu sein, was Klimawandel angeht. Und teilweise ist Europa das ja auch schon, aber ich denke gerade, dass dadurch, dass so viele Staaten sich zusammenschließen und auch irgendwie so das Gegenstück gegen die USA eventuell bilden, ja, ist da einfach eine sehr große Chance, dass wir da den Klimawandel ernst nehmen und da eben wirklich auch was gegen Umweltbelastung tun. Belastet ist Europa, glaube ich, auch dadurch, dass es sich entschieden hat, sich relativ stark abzuschotten nach außen und da sehr unterschiedliche Haltungen zwischen den einzelnen Regierungen bestehen, die mühsam ausdiskutiert werden müssen und die sicherlich einerseits zugunsten des europäischen Verhältnisses gehen, aber vor allen Dingen gegen die Menschen, die gerade im Mittelmeer ertrinken. Unwichtig. Unwichtig ist Europa nicht und ist für uns alle in unseren individuellen Biografien ein sehr wichtiges Konstrukt, das wir aber mitgestalten müssen, damit es eben nicht unwichtig wird. Ja, genau. Und unwichtig ist in dem Zusammenhang auch nicht die Europawahl, die jetzt zum Beispiel ansteht im Mai. Da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach wählen geht und sich einbringt, auch wenn es nur vermeintlich eine kleine Stimme ist. Wenn man dann viele kleine Stimmen zusammentut, sind es eben mehr als nur eine kleine Stimme. Und da sollte man einfach die Chance wahrnehmen, auch an Demokratie teilhaben zu können und ja, etwas verändern zu können.